Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Dampftiere, die hier wild ablegen und die wir nach bester Kraft durchfüttern, das ist unter anderem ist es eben halt auch der Bananenfalter. Und da stehen wir gerade vor der Bananenstaude. Die sieht herrlich mitgenommen aus. Daran kann man sehen, die Bananenfalter sind hier sehr erfolgreich bei uns. Und hier oben wird zum Beispiel gerade eines der kleinen Fressmonster. Klein ist das Fressmonster jetzt eigentlich nicht mehr. Wenn ich da meine Hand dagegen halte, dann sieht man, wie groß und wie kräftig der schon ist. Der ist kurz davor, sich zu verpuppen. Das nächste Stadium wäre das Puppenstadium. Und da oben sieht man an einem Fleck mal Raupen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die häuten sich 4 bis 5 Mal und jedes Mal verändern die ein ganz kleines bisschen ihr Aussehen. Und das ist einfach schon wahnsinnig spannend. Also die sehen, wenn die aus dem Eichen rauskommen, sehen die ganz, ganz anders aus als ganz am Ende vor dem Puppenstadium. Da oben sind Eier, da kleben Eierchen. Und das sieht man gerade ganz schön, was für ein hübsches Muster das ist. Und der Caligo, also die Bananenfalter, die legen immer in so hübschen kleinen Mustern ab. Eigentlich züchten wir die nicht, die Bananenfalter, aber wenn sie ablegen, dann sollen sie möglichst auch groß werden, sich verpuppen und dann irgendwann adulte Tiere werden. Das ist, sag guten Tag, zu der Raupe des Bananenfalter. Der kleine Kerl, der hat da vorne eine Kopfkapsel, eine harte Kopfkapsel und hat da so hübsche kleine Dornen dran. Ne? Also der sieht schon aus, als wenn der sich wehren könnte, wenn der gefressen wird. Das kann er auch. Das ist nicht so angenehm, da reinzubeißen. Das ist relativ fest. Da hinten, was aussieht wie so extrem fiese Dornen, das ist eigentlich mehr eine Hautausstülpung. Das ist nichts Gefährliches. Da kann man auch dran gehen. Aber er tut natürlich so, als ob. Also er gibt mächtig an. Ne? Der sieht aus wie so ein kleines wehrhaftes Monster. Ich drehe den jetzt mal um und mache etwas, was man bitte nicht mit anderen Raupen macht, also auch nicht mit Raupen aus Europa oder so. Bitte nicht auf die Idee kommen, die Tiere so zu behandeln. Gerne haben die das nicht, aber man sieht das so selten und bei diesen Tieren kann man das sehr schön sehen. Der kleine Kerl hier, der hat nämlich auf dem Bäuchlein, komm mal her Mausebär, komm mal her Mausebär, gleich hast du es geschafft. Du musst mal ganz kurz stillhalten, da sieht man die Bauchbeinchen, ja? Diese kleinen Ausstülpungen, die da unten, ich will ihn nicht zu fest drücken, die kleinen Ausstülpungen, die man da am Bäuchlein sieht, das sind eigentlich gar keine richtigen Beine. Das sind wirklich Hautausstülpungen, die nennt man Bauchbeinchen. Und die richtigen Beinchen, damit hält er sich gerade hier vorne fest. Das kann man ganz gut sehen, wenn man von der Seite guckt. Da sind die 3 kleinen richtigen Beinpaare, mit denen er auch ganz aktiv klettert gerade. Ne? Das ist ja mal so spannend, die wirklich auffallenden Falter. Ne? Da sagt jeder immer, boah, sind die toll. Ne? Die sind super schön, wunderschön, klasse, großartig. Aber die Raupen selber, die übersieht man so gerne. Und Raupen sind so wunderschöne Tiere. Also es sind eben halt auch Schmetterlinge. Und das gehört eben halt dazu. Und ich finde gerade diese nicht ganz so auffallenden, nicht ganz so ins Auge springenden Tiere, finde ich besonders faszinierend. Und da gehört diese kleine, gehören die Bananenfalterraupen ganz bestimmt dazu. Ganz süßer Kerl. Sagt tschüss. Tschüss. So. Und wir zeigen denen noch was anderes. Ne? Komm her, kleiner Kerl. Wir setzen dich dahin, da musst du deine Familie suchen gehen. So, auf geht's. Oh, das ist ja hübsch. Das hat er gerade bestimmt gemacht, weil er unbedingt irgendwie ein Star werden will.
Da oben hängt tatsächlich ein frisch geschlüpftes Falterchen, ein Julia-Falter aus der Familie der Heliconidae, also der Passionsblumenfalter. Und das ist einer von unseren. Die werden hier gezüchtet. Das liegt unter anderem daran, dass man die Raupenfutterpflanze sehr, sehr gut vermehren kann. Die Passionsblumen, die kann man aus Stecklingen vermehren. Jetzt sind wir mal ganz vorsichtig, nehmen es mal vorsichtig raus. Die haben nämlich die Eigenschaft, die Räubchen, dass sie sich manchmal einfach fallen lassen und auf große Reise gehen. Da muss man die wieder einsammeln. Die sind ziemlich wehrhaft. Da muss man sehr aufpassen, wie man die nimmt. Ja? Weil diese hübschen Dornen, die die zeigen, das sind tatsächlich Brennhaare. Also die tun nicht so, als ob, wie diese kleinen Dornen, die der Bananenfalter am Popo hat, sondern die meinen das richtig ernst. Das ist eine relativ fiese Angelegenheit, die brennen. Ne? Und das ist jetzt natürlich nicht so, als wenn ein Tiger einen beißt, aber trotzdem angenehm ist es nicht wirklich, muss man ein bisschen aufpassen. Das sind richtige kleine Fressmonster. Ne? Also wenn man die umsetzt, hinten in der Zucht, wenn man die umsetzen muss von einer Pflanze auf die andere, dann hört man das richtig, also wenn man die aus dem alten Laub rausholt, wo sie eben nicht gerne dran fressen, und man setzt sie auf das frische Grün, dann hört man so richtig dieses Knuspeln. Also macht richtig Krumms, 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 Krumms. Kleine Fressmonster, wirklich im Grunde genommen total niedlich. Also einfach total witzige, süße Kerlchen. Ich mag die sehr. Ich mag die Raupen dieser Art mag ich besonders gerne. Das ist natürlich jetzt nur eine Pflanze aus der Schau, die hier vorne im Puppenkasten steht, damit die Kinder auch mal sehen können, wie das funktioniert. Hinten in der Zucht sind natürlich noch mal deutlich mehr Tiere. Heraclides thoas, das ist der große Königspage. Das ist so in dieser Dreireihung, ist das ein ganz anderer Raupentyp. Also wir hatten diese hübschen, sehr eigenwilligen Bananenraupen, dann diese kleinen Raudis, diese Passionsfalterraupen. Und der sieht ja nun wirklich in dieser Dreierreihe recht unelegant aus, weil der sieht ja wirklich aus wie ein großer Vogelschiss. Ne? So, die sind dadurch natürlich wahnsinnig gut getarnt, weil man guckt da ja nicht darauf. Also man guckt als Mensch sowieso nicht auf Vogelausscheidungen und als Fressfeind ist das auch nicht die erste Idee, die man so morgens irgendwie auf die Speisekarte schreibt, heute Vogelkacke. Ne? Also auch nicht unbedingt. Das heißt, das ist eine tolle Tarnung. Diese kleinen Kärtchen, die haben sich toll getarnt. Die haben zusätzlich noch, das will ich jetzt nicht machen, weil ich möchte ihn nicht ärgern, zusätzlich haben die noch eine kleine Nackengabel. Das musst du mir jetzt einfach glauben, die können die ausstülpen. Ja? Das ist dann hat er plötzlich hier zwei kleine rote Hörnchen. Das sieht sehr erschreckend aus, also geht ganz schnell und plötzlich, zack, hat er kleine rote Hörner da. Und das stinkt ganz widerlich. Also das ist wirklich, die können damit verbunden, können die einen ganz widerlichen Geruch erzeugen. Und das ist also ein Geruch, danach, spätestens dann hat man überhaupt keine Lust mehr da reinzubeißen. Ja? Also Raupen sind eben halt, von die verschiedensten Arten haben halt verschiedenste Formen und Strategien, sich zu tarnen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal. Musik